Ahoi, ihr Lieben. Ich bin von dem einen oder anderen von euch mal gebeten worden, etwas über meine Technik zu erzählen. Also im Wesentlichen natürlich über die Kameras, die ich einsetze. Und ich muss sagen, das ist auch ein Teil, der mir an diesem Job als YouTuber wirklich richtig Spaß macht, weil ich einfach ein Technik-Junkie bin. Ja, ich beschäftige mich wirklich gerne mit diesen ganzen Dingen und dementsprechend ist das dann bei mir auch etwas mit diesen Kameras, wo ein ständiger Wechsel drin ist. Das kann man nicht anders sagen. Also ich kaufe dann mal Kameras, dann verkaufe ich sie auch wieder. Und ja, weil ich dann mal überzeugt bin, okay, es gibt jetzt was, das ist für meinen Zweck vielleicht besser geeignet. Und dann denke ich, bevor ich lange warte und es noch weiter an Wert verliert, verkaufe ich es schnell schon wieder. Ich habe seit einigen Jahren immer auch eine Kompaktkamera im Einsatz. Eine Kompaktkamera mit lichtstarker Optik. Und ja, die in erster Linie einst gesetzt wird von mir für die Vlogs. So, das fing mal an mit der G7X Mark II von Canon. Das ist allerdings so gewesen, da muss man ehrlicherweise sagen, das war in erster Linie als Fotoapparat gedacht. Also so für so YouTube, für Videomenschen war das eher so suboptimal, denn die Kamera hatte nicht mal einen Mikrofoneingang. Ich filme das jetzt hier mit dieser neuen Kamera, von der ich gleich erzähle. Und dann hatte ich die G7X Mark III, die hatte dann zwar den Mikrofoneingang, aber die war vom Autofokus und ihr habt sicherlich das ein oder andere Video damit gesehen, wo der Fokus mal katastrophal war. Das war halt dann diese G7X Mark III. Also das ist wirklich eine Kamera gewesen, da war ich extrem unzufrieden mit. Die habe ich mittlerweile verkauft und dementsprechend habe ich mich gefreut, als dann Sony angekündigt hat, eine Kamera extra für Vlogger. Die Sony ZV-1. So, das Ganze zum Preis von 799 Euro und die ist nun vor ein paar Tagen erschienen und deswegen dachte ich mir, Mensch, ich will zu den Ersten gehören, die diese Kamera auch haben und ja, dementsprechend will ich euch die in diesem Video mal vorstellen und ich würde sagen, wir gucken uns die jetzt erstmal näher an. Vom Äußeren her erinnert die ZV-1 zunächst an einen Sony-Klassiker, nämlich an die RX100, gibt es aktuell schon in der 7. Generation. Die RX100 ist eher für Fotografen und die hier nun für Videografen. So, das äußert sich an einigen praktischen Dingen, zum Beispiel hier der Zubehörschuh. Der ist nämlich äußerst praktisch, wenn ich hier ein externes Mikrofon beispielsweise raufstecken will oder eine Funkstrecke. Ich kann es natürlich, wenn ich jetzt fotografieren will, könnte ich natürlich auch ein Blitzlicht raufsetzen, aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Das gibt es so bei diesen kleinen Kompaktkameras in der Regel nicht. Also weder bei der RX100 noch bei der Canon G7X. Ja, und weil man ja nun sagt, das ist für Videoleute das Ganze, hat man nicht nur ein winziges Mikrofon, was dann so ein kleines Loch im Gehäuse ist, mit meistens eher lausiger Tonqualität, sondern man hat hier ein relativ großes Mikrofon. Und man hat ja schnell ein Problem dann mit so einem Mikrofon, wenn man draußen ist, mit dem Wind. Und was ich da wirklich gut finde, dass man da einen Windschutz, einen relativ smarten Windschutz sich überlegt hat. Der wird nämlich dann hier auf den Zubehörschuh geschoben. Ja, also das ist schon richtig gut. Es gab bei bisherigen Kompaktkameras dann von Fremdherstellern so irgendwie so Puschel, die man dann da aufkleben konnte oder mit Klettverschluss anbringen konnte. Das war alles arg ja, suboptimal, muss man sagen. Ich vermute, sollte man diesen Puschel hier verlieren, ist der teuer, wahrscheinlich 30 Euro oder irgendwie sowas. Da nehmen Sie ja gerne mal vom Lebendigen die Hersteller. Aber das ist nur Spekulation. Aber ja, gut. Im Großen und Ganzen. So, wenn man eben Video filmen will, ist es ja auch wichtig, einen großen Knopf zu haben, mit dem man die Aufnahme startet. Der befindet sich ganz prominent dann hier. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Kamera mal einschalten, dann sehen wir das Objektiv von der Firma Zeiss, 24 bis 70 mm bei einer Blende von 1,8 bis 2,8, also sehr, sehr, sehr lichtstark im Großen und Ganzen. Das ist im Wesentlichen das Objektiv mit den gleichen Werten und der gleiche Hersteller, wie es besagte G7X hat von Canon oder wie es ältere Modelle der RX100 haben. Also das ist im Wesentlichen wirklich das gleiche Objektiv, aber muss man sagen, Objektiv allein macht noch nicht eine praktische Kamera. Was ich auch schon zu schätzen gelernt habe, ist, guck mal, hier sieht man eine kleine Lampe. Wenn ich mal die Aufnahme starte, ha, auch wenn ich Rot-Grün-Schwäche habe, aber das weiß ich noch, sie leuchtet rot. Das ist schon sehr, sehr, sehr wertvoll, ne? Dass man, wenn man da am Reden ist, dass man wirklich auch sehen kann, so okay, die Aufnahme läuft. Aber was natürlich auch essentiell ist für eine Kamera, die in erster Linie für Vlogger gedacht ist, und das ist auch ein Unterschied zur RX100,
Die Kamera hat wirklich einen wunderbaren Selfie-Screen. So, extrem wichtig, na, das sieht ja toll aus, was man da jetzt sieht, aber das ist natürlich eine extrem wichtige Geschichte. So, das scheint jetzt hier nicht so ein 180-Grad-Winkel zu sein, sondern das sind so, sieht mir so nach, keine Ahnung, 178 Grad aus. Also das hat mich erst so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, na, da ist doch was, das ist doch, der ist doch nicht ganz gerade, so, aber das scheint so offenbar zu sein. Ja, also das ist ja eine wichtige Voraussetzung, finde ich, für eine Vlogging-Kamera, dass man nun eben da diesen Selfie-Screen hat. So, den kann man so nutzen, aber man kann natürlich auch, wenn man sonst am Filmen ist, hat man den hier hinten. So, ja, und dann im Großen und Ganzen ist das schon mal so, wie ich es eigentlich für eine Kamera mit der Zielsetzung so erwarten würde. Wie ist es denn mit Anschlüssen? Hier haben wir einmal, können wir aufmachen, ups, hier ist die Mikrofonbuchse, die also extrem wichtig ist, auch wenn ein gutes oder ein einigermaßen brauchbares Mikrofon verbaut ist in der Kamera, ist eben auch ein externes Mikrofon natürlich ausgesprochen wichtig für den einen oder anderen Anwendungsfall. Das habe ich also hier. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man auf die Idee kommt, im Jahr 2020 noch eine Kamera zu verkaufen mit Micro-USB. Ja, das ist hier. Da wird die Kamera auch geladen. Das finde ich irgendwie, also normalerweise würde man USB-C nehmen, also das verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich hat man irgendwie noch diese Anschlüsse da auf Vorrat gehabt und hat gedacht, die müssen noch weg, aber na, also nicht so toll. Dann hat die Kamera einen HDMI-Ausgang, den habe ich auch schon ausprobiert hier mit meiner Webcam-Software und meinem HDMI-Capture-Stick. So, das hat also auch schon gut funktioniert und dafür ist es also auch gut geeignet. Ja, also das ist es dann schon mal gewesen. Ah, guck mal, was man hier oben sieht hier, die Batterie geht so langsam zu Neige, denn die Laufzeit ist leider eher begrenzt. Das sind die gleichen Akkus, die ich habe bei der RX100. Da muss man aber sagen, die kann man günstig von Fremdherstellern kaufen. Ich hoffe, dass sie auch gut sind. Ich habe jetzt noch zwei bestellt. Ja, und das sollte dann nicht so ein Hindernis sein, aber ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn man dann und wann immer wieder den Akku wechseln muss. Ne? Also ja, im Großen und Ganzen, ich finde so, wenn man jetzt mal so das Menü sich hier anschaut, das wirkt wo ist das Menü? Hier ist es. Also das wirkt so von der Darstellung, ich finde alles so ein bisschen eher altbacken im Großen und Ganzen. Ja, also das ist schon wieder alles nicht so doll. Wo man denkt, so, sag mal, haben die Kamerahersteller eigentlich schon mal ein Smartphone gesehen? Denn der Witz ist halt auch bei Sony, das ist ein Unterschied zu der Canon-Kamera. Ich kann das hier überhaupt nicht als Touchscreen benutzen im Menü, ne? Also ich kann hier nur mit dieser Wippe hier irgendwie lang gehen und also das weiß ich auch nicht, was da Sony seit Jahren reitet, das nicht zu ändern. Also es ist wirklich unfassbar. Also der Screen, der hat durchaus die Möglichkeit, dass er auch eine Touch-Funktionalität hat. Also wenn man jetzt hier mal guckt, ich kann da schon raufgehen und dann fokussieren oder aber den Stuhl da hinten fokussieren. Also da hat er Touch, aber irgendwie macht man das in Menüs nicht. Also das ist wirklich ohne Worte eigentlich. Aber gut, also die Hersteller, also was nun Konkurrenz zum Smartphone angeht, muss man sagen, müssten sich die Hersteller noch sehr, sehr, sehr viel mehr Mühe geben eigentlich. Aber naja, offenbar scheint es für Sony auch so zu laufen. Ja, das sind schon mal hier so die äußeren Geschichten. Kopfhörer könnte man jetzt vielleicht noch sagen, wenn man so jetzt nicht so wie ich überwiegend mich selber drehe. Da habe ich jetzt ja nun keine Möglichkeit, mich selber noch abzuhören mit dem Kopfhörer. Wäre ein bisschen komisch. Aber wenn ich nun für andere drehe, dann ist das irgendwie was ja eigentlich so ganz wertvoll ist. So, hier ist Möglichkeit für eine Handschlaufe. Habe ich die eigentlich gar nicht hier gesehen im Lieferumfang? Ist da keine Handschlaufe dabei? Oder hat man mir die unterschlagen? Das gibt's ja gar nicht, weil ich habe die vom Händler hier in Hamburg gekauft. Und die war schon offen, die Packung, was ich eigentlich nicht mag. Aber gut, denn der Lieferumfang ist sehr, sehr, sehr bescheiden. Es ist halt noch hier so ein Micro-USB-Kabel dabei und dann eine Abdeckung für den Zubehörschuh, was nicht mal dabei ist. Und das finde ich eigentlich auch, ich will nicht sagen skandalös, aber ist ein Akkuladegerät, ne? Also so kann ich den Akku wirklich nur hier in der Kamera über Micro-USB aufladen.
Und ja, das ist natürlich für mich, wenn ich irgendwie auf Schiffen unterwegs bin, wenn sie dann doch mal wieder fahren irgendwann, das ist natürlich irgendwie schwierig, weil ich will dann drehen und währenddessen laden. Und dann habe ich jetzt also zwei Akkus gekauft und ein Ladegerät und das in der Kombination von irgendeinem Fremdhersteller für nicht mal 20 €. Das ist wiederum okay. So, ja, also im Großen und Ganzen, das ist es schon mal hier gewesen, ne? Ja, die von der Haptik und so macht das alles einen recht guten Eindruck. Das ist natürlich irgendwie Kunststoff. Also ja, es ist jetzt nicht so fancy von der Haptik, aber es ist im Großen und Ganzen alles okay. Und ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal draußen ein paar Features an und ja, also schauen wir mal. Was nun das Entscheidende ist bei so einer Kamera, ist natürlich der Autofokus. Ich bin jetzt mal hier im Haus in eine ja, relativ dunkle Ecke gegangen und jetzt kann man gleich sehen, wie der Autofokus nämlich funktioniert, zumindest wenn es hell genug ist. Hier in dieser dunklen Ecke, da zeige ich mal mit der anderen Kamera, da zeigt er mein Gesicht nur in so einem Rahmen an, aber wenn ich jetzt hier mal dem Licht entgegengehe, wenn es heller wird, dann entdeckt er mein Auge, dann springt das hier über, na, ist es schon so weit? Nee. So, jetzt, guck mal, jetzt kann man das sehen. Jetzt ist da ein kleiner Rahmen um das Auge und das ist ein sogenannter Eye-Tracking-Autofokus und der funktioniert also, wenn es denn hell genug ist, ja, relativ gut. So, noch ist das Auge im Fokus, so jetzt wieder nur noch das Gesicht und ja, umso dunkler es wird, umso schlechter wird es dann im Grunde. Ja, aber das ist im Vergleich zu dieser Canon-Kamera, die einen kontrastbasierten Autofokus hatte, ist das ein gewaltiger Quantensprung. Ja? Also wenn es hell genug ist und egal, ob ich die Kamera jetzt mal weiter weghalte oder nah rangehe, das Gesicht sollte, ich kann es jetzt auf dem kleinen Ding eigentlich nicht so, auf dem kleinen Bildschirm nicht so sehen, das Gesicht sollte immer im Fokus bleiben. Stichwort Autofokus. Der Motor im Objektiv ist dabei auch richtig schön schnell. Wenn ich jetzt mal hier so eine Schärfenverlagerung mache, also so von der Pflanze hier vorne und dann tippe ich hier aufs Display und es geht nach hinten, dann ist das wirklich super fix, zack, und wieder nach vorne und wieder nach hinten. Also das muss man sagen, funktioniert in diesem Fall verlässlich hier sehr gut. Wenn nun eine Kamera in erster Linie für Vlogger geeignet sein soll, dann bedeutet das natürlich, diese Kamera ist dafür da, dass man sich selber filmt. Und ja, dafür ist es ja auch wichtig, dass die Kamera sehr weitwinklig ist. So, wenn ich jetzt die Kamera hier ja relativ bequem vor mich hinhalte, sozusagen, dann muss man sagen, dann ist diese Brennweite von umgerechnet aufs Kleinbildformat 24 mm schon sehr, sehr, sehr eng. Ne? Also ich bin sehr, sehr, sehr nah. Jetzt habe ich auch einen relativ langen Arm. Ich bin da schon sehr, sehr nah. Man sieht hier von der Umgebung, von diesen ja, nur so mittelhübschen Häuserschluchten, sieht man nur so wirklich ein bisschen wenig. Ja, man kann es ein bisschen verändern, indem man sich so eine Art Selfie-Stick besorgt. Ja, und das habe ich gemacht und ja, wollen wir mal gucken, ist dann glaube ich ein Tick besser. Und das ist jetzt die Variante mit dem Mini-Selfie-Stick. Ja, da muss man sagen, da ist schon die Größe dann meines Kopfes so im Verhältnis zum restlichen Bild ist dann schon deutlich besser. Man sieht übrigens, ja, wenn ich so die Kamera jetzt bewege, ja, und wie er dann den Fokus findet, wie schnell er dann wieder aufs Gesicht zurückgeht, das ist wirklich richtig irre. Also das ist bei diesen kontrastbasierten Autofokuskameras, wie ich sie eben bisher hatte, das ist ein riesiger Unterschied. Da hat man da teilweise wirklich ein bisschen warten müssen und dann war die Qualität auch nicht zuverlässig gut. Wenn ich dann so weit weg bin, ist allerdings auch die Frage, ob dann das interne Mikrofon noch benutzt werden kann. Ich habe jetzt in diesem Fall so eine kleine Funkstrecke da angebaut. Ja, also das ist natürlich auch immer eine Option. Die Außenaufnahmen, die ich bisher gemacht habe, die habe ich gedreht mit dem sogenannten ND-Filter. Der ND-Filter muss man sich so vorstellen, das ist so eine Art Sonnenbrille für das Objektiv. ND, Neutral Density, bedeutet das. Und wenn ich diesen ND-Filter eingeschaltet habe, dann kann ich die Blende weiter aufmachen und dann soll der Hintergrund unschärfer werden. Also wir können das ja jetzt mal ausprobieren. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt ist der ND-Filter aus. Ich habe eine Blende von 5,6 und wenn ich jetzt wie durch ein Wunder mal den ND-Filter einschalte, könnt ihr mal sehen, wie sich das Bild dann verändert. Jetzt ist der ND-Filter eingeschaltet und das bedeutet, ich kann die Blende viel, viel weiter aufmachen. Ist jetzt
2.2. Ja, und das bedeutet, müsste man eigentlich ganz gut sehen können, dass der Hintergrund nun schön unscharf ist. Also ND-Filter, den einzuschalten, das ist immer zu bevorzugen, wenn man jetzt hier bei großer Helligkeit draußen unterwegs ist. Ist auch ein Vorteil jetzt hier bei so einer Kompaktkamera, dass ich wirklich jetzt alles in einem habe. Ne, wenn ich nun eine Systemkamera habe, wo ich nun Wechselobjektive oder so habe, da müsste ich dann den ND-Filter raufschrauben. So, das kann man natürlich auch machen, wenn man bestmögliches Ergebnis erzielen will. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass natürlich so eine All-in-One-Lösung ein bisschen so die bequemere Variante ist. Jetzt habe ich mal meine Funkstrecke abgesteckt und das ist jetzt das eingebaute Mikrofon. Das ist jetzt nicht sonderlich repräsentativ, muss man sagen. Jetzt habe ich die Kamera auch gerade wieder relativ nah dran. Wenn ich sie jetzt weiter wegnehme, müsste das mit dem Ton schon einen Tick schlechter werden. Es ist insofern nicht repräsentativ, dass ich jetzt hier gerade in einer Gegend bin, die extrem ruhig ist, die extrem windstill ist. Also ich hätte jetzt ja eigentlich noch diesen Windschutz, den ich da aufstecken könnte. Aber wenn es so windstill ist wie jetzt gerade, dann wird es wirklich nicht benötigt. Ne? Alles, was ich bisher gedreht habe, war mit eingebauter Bildstabilisierung. Und zwar gibt es da zwei Stufen. Einmal nur einen optischen Bildstabilisator. Das wird irgendwie über das Objektiv geregelt. Und dann kann man das Ganze noch digital bildstabilisieren. Jetzt habe ich es mal komplett abgeschaltet. Ja, also da sollte man schon sehen, wenn ich jetzt gehe, ist das eine eher wackelige Angelegenheit. Na gut, jetzt bin ich auch geübt, hier die Kamera relativ ruhig zu halten. Aber ich glaube, man sieht schon, dass das so ein bisschen wackelt. Und jetzt würde ich mal die Variante mit dem stabilisierten Objektiv noch dazu schalten. Jetzt ist das Objektiv stabilisiert. Jetzt sollte das Bild also schon etwas ruhiger sein. Und die letzte Variante ist jetzt also, dass ich die digitale Bildstabilisierung noch dazu schalte. Was aber bedeutet, dass mir ein bisschen da von meiner Brennweite sozusagen genommen wird. Also das Bild rutscht etwas näher heran sozusagen. So würde man es laienhaft ausdrücken. Das ist also die stabilste Variante. Sony nennt das Ganze Active Steady Shot. Ja, und das ist sicherlich das, was man dann so im Alltag verwenden würde, wenn man dann eben so eine Möglichkeit hat, hier wie ich jetzt hier mit so einem Selfie-Stick, dass man so auf so ein paar Millimeter Brennweite durch den optischen Bild, durch den digitalen Bildstabilisator verzichten kann. Ja. Aber ich bin hier auch sehr zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem Verhalten hier in unterschiedlichen Lichtsituationen. Also wenn ich das so sehe, auch das ist ja so die Belichtung, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, das hat ja nur mit dem Autofokus nichts zu tun. Also das funktioniert auch alles echt super. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, und das ist sicherlich sowas, was viele manchmal vergessen, die beste Kamera nützt am Ende gar nichts. Am Ende geht es natürlich auch um den Content. Ne? Und man kann sehr viel machen heutzutage mit Smartphones. Ja, also ich meine, wenn man sich so anguckt, so ein iPod, iPhone 11 Pro, das hat drei Kameras, ne? Und da unter anderem auch eine extrem weitwinklige Variante. Und da muss man einfach mal so sagen, so okay, warum machen denn das so die Kamerahersteller nicht? Warum hat denn jetzt diese Kamera nur ein Objektiv? Ja? Also das hat zwar den Vorteil, es ist schön lichtstark und es wäre wahrscheinlich bei einem weitwinkligen Objektiv, wäre wahrscheinlich bei der Größe nicht ganz so lichtstark, also wäre meine Vermutung. Aber im Grunde, wenn Sie es nicht hinkriegen, ein Objektiv zu machen, was noch weitwinkligiger ist, aber sehr lichtstark, warum machen Sie nicht eine Kamera mit zwei großen Objektiven so nebeneinander? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es halt bisher noch nicht. Weil ich meine, das ist ja das, was die Handyhersteller vormachen. Ne? Da machen sie so kleine Kameras und ja, die sind natürlich nicht so lichtstark. Und der Bildsensor ist natürlich kleiner, aber ja, im Großen und Ganzen ist das etwas, wo ich bei den Kameraherstellern so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, also ja, wo ich wirklich Innovation vermisse. Ja. Also wo man auch sagen muss, so okay, da tut sich jetzt im Großen und Ganzen nicht so sehr viel. Ne? Also wenn man überlegt, so Kameras mit diesen Objektiven gibt es seit Jahren. Das Einzige, was sich dann immer noch ein bisschen verändert, ist so ein bisschen, ja gut, was Zubehörschuh oder besseres Mikrofon, aber das ist natürlich echt minimal. Also man hätte so eine Kamera jetzt abgesehen vielleicht vom Prozessor auch schon vor Jahren bauen können. So, ne? Aber gut, 799 € kostet dieses gute Stück. Ich hoffe, das war jetzt immer ein ganz anderes Video. Ich bin ja jetzt hier kein Tech-Blogger, aber es ist ja schon so, dass ich mich mit dieser Technik, die ich einsetze, auch beschäftige. Und insofern denke ich, könnte das auch für euch ein gewisser Mehrwert sein, wenn ihr sagt so, okay, so eine Videokamera wäre für mich interessant.
Ja, aber wie gesagt, man kann halt heutzutage auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Smartphone machen. Also wenn man über nicht so eine Videokamera verfügt, ist das kein Hindernis, jetzt irgendwie auf YouTube zu starten oder so. Also das ist jetzt nicht so die Hürde, die man irgendwie übersteigen muss, dass man irgendwie für 799 Euro erstmal eine Kamera kaufen kann. So, ja. Wenn ihr mal schauen wollt, bei Amazon habe ich die Kamera mal verlinkt. Auch dieses diesen Selfie-Stick-Stativ könnt ihr auch mal gucken. Dann bekomme ich eine Provision, wenn ihr das da bestellen solltet. Tja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.